Hallo und herzlich willkommen zum 12. Teil Let's Play Civilization 2 Test of Time. Wir sind weiter dahin damit beschäftigt, uns zu verbessern. Immer noch ist unser Ziel, Frieden zu halten mit den Kelten. Es hat sich im Grunde nicht wahnsinnig viel verändert, außer dass wir jetzt so langsam wirklich auf dem aufsteigenden Ast sind, zumindest nach meiner Einschätzung. Die haben Kohle dabei. Jetzt habe ich natürlich wieder vergessen, wo ich denn mit der Kohle hin möchte. Wir schauen schnell beim Handelsberater nach, gucken, wo Kohle gebraucht wird. Wo ist sie? Da ist sie. Ja, da schicken wir sie hin. Haben wir die schon gefunden? Ja, da haben wir sie auch schon gefunden. Können wir also direkt mit dem Autobefehl hin. Ach, ich hasse das. Ja, tolle KI. Der versucht jetzt halt... Ja, ich muss gerade mal ein bisschen gucken. Danke, liebe Kelten. Das war jetzt wirklich sehr... Das kam jetzt wirklich sehr praktisch. Ich sag gleich noch was zur KI. So, hier... Die Fabrik, ach, die habe ich jetzt gar nicht gekauft, die ist von alleine fertig geworden. Ja, da hätte man auch noch ein bisschen beschleunigen können, aber ging ja auch so. Haben die eigentlich noch, ne, die haben gerade keinen Siedler, den sie unterstützen müssten. Das heißt, Trondheim sollte auch dann nochmal einen Siedler bauen bei Zeiten. Ich wollte was zu dieser Karawane sagen. Die KI wollte die Karawane jetzt über diesen Weg nach Persepolis schicken, was natürlich totaler Blödsinn ist, weil hier alles, weil hier der ganze Weg ohne irgendwelche Verbesserungen ist. Das heißt, der bräuchte ewig, um anzukommen. Das ist immer eine Runde, die man hier nur weiterkommt. Hier ist man dreimal, wenn man ein paar Schienen hat, sogar nochmal schneller als nur dreimal so schnell. Ja. So viel zur Wegfindung der KI. Ist ja bei vielen Spielen ein bekanntes Problem. Da ist Civ 2 keine Ausnahme. Ja, hier kann ich mich gar nicht oft genug eigentlich bei den Kelten bedanken. Nicht, dass mir die Barbaren jetzt ernsthaft da was Böses wahrscheinlich... Ja, obwohl, ich glaube, Roskilde hat noch nicht mal eine Stadtmauer. Es ist auf jeden Fall deutlich angenehmer, dass die das Barbarenschiff vorher schon weggeräumt haben. Ich hoffe, die machen weiterhin keinen Unsinn mit ihren Katapulten. Ich werde aber darauf verzichten, die jetzt anzusprechen, dass sie die zurückziehen sollen. So sehr stören die mich da jetzt gerade nicht. Ja, ich glaube, den Entdecker werden die nicht wirklich vermissen. Wein und Stoffe. Dann schauen wir doch mal, wer braucht denn Wein? Kels, Susa, ja... Nehmen wir auf jeden Fall mit. Okay. Okay. Eine Weinkarawane. Das heißt, die geht auf jeden Fall auch in diese Richtung hier. Ja, der versperrt mir jetzt gleich den Weg da leider. Ja, jetzt kann ich hier leider nicht dahin ziehen, wo ich eigentlich wollte, weil die Katapulte den Weg blockieren. Ja, die sind schon ein bisschen blöder. Die fände es schön, wenn sie die irgendwie mal da zurückziehen würden. Aber solange ich mich nicht melde, werden sie es nicht tun. Warum auch? Ja, hier wäre es auch insgesamt gar nicht so schlecht, wenn wir mal... Achso, genau, da muss ich jetzt mal gucken, dass ich hier die Verschmutzung da beseitige. Ja, ich habe den Faden verloren, was ich euch gerade sagen wollte. So wichtig wird es wohl nicht gewesen sein. Hier wird die Bank gebaut. So, jetzt haben wir unsere Ingenieure. Da geht das alles dann doch hier. Der neue Typ der Ingenieureinheit kann den Transformieren-Befehl verwenden. Das ist dieses Terraforming, was ich schon mal erwähnt hatte. Sie sind doppelt so schnell wie Siedler bei gewöhnlichen Aufgaben. Und sie haben halt zwei Bewegungseinheiten. Insgesamt hat alles Dinge, die wir gut gebrauchen können.
Die Kanalisation kommt als nächstes. Weiter. Ja, das ist jetzt dieses angekündigte Problem, da wir im Moment so wahnsinnig viel produzieren und keinerlei Umweltschutzmaßnahmen beherrschen. Den habe ich auch völlig daneben gezogen. Gott, ist aber auch schwierig hier durchzukommen. Ja, wir haben halt noch keine Technologien entwickelt, die halt irgendwie die Umweltverschmutzung reduzieren könnten. Deswegen müssen wir da jetzt halt erstmal eine ganze Weile mit leben. So, Stoffe, Angebot und Nachfrage. Ja, super. Hätte man vielleicht vorher mal nachgucken sollen, ob überhaupt irgendjemand Stoffe gebrauchen kann. Kann leider niemand, also ist diese Karawane überflüssig eigentlich. Ich werde sie trotzdem, ich werde denen trotzdem Stoffe mitgeben. Kann ich sie vielleicht irgendwann nochmal, vielleicht, also das ändert sich auch immer in irgendwelchen Zeitintervallen, die ich nicht näher kenne, was die Städte fordern. Vielleicht kann ich sie irgendwann anders mal wohin schicken. Ansonsten werde ich damit weiter dann, wenn ich mal wieder ein Wunder bauen will, das beschleunigen. So, dann sind wir hier tatsächlich soweit fertig mit unseren Ausbauten, die im Moment sinnvoll sind. Ich könnte ein Kolosseum vielleicht noch errichten. Ich könnte aber auch jetzt die Kasernen machen. Ich würde aber gerne, ich packe den schon mal rein. Ich gucke mal gerade, ob die schon einen haben. Nee, die haben keinen. Die können den im Moment eigentlich auch gar nicht unterstützen, den Siedler, beziehungsweise den Ingenieur, der es jetzt ist. Die haben nur einen Nahrungsüberschuss und der kostet ja zwei im Unterhalt, aber dieses Feld wird dann ja auch wieder geräumt von der Verschmutzung. Dann produziert es auch wieder mehr Nahrungseinheiten. Das heißt, die können jetzt hier den Ingenieur bauen. So, wir sehen also, der kann jetzt zum Beispiel hier, wenn wir jetzt hier eine Straße bauen, dann ist sie sofort fertig. Das ist wirklich sehr, sehr angenehm. Mit den Ingenieuren geht es wirklich viel, viel schneller. So, die Weinkarawane. Die kam noch hier. Weinkarawane. Kels. Schicke ich die nach Kels wahrscheinlich. Oder. Oder Antioch. Wo ist denn Kels? Wo ist Antioch? Ist da unten. Kels ist da. Hat eine schöne Anbindung. Okay. Ja, das ist ich und mein Gedächtnis. Das könnte man natürlich jetzt clevererweise sich auch mal merken, wo man eigentlich hin will. Dann braucht man nicht ständig nachgucken. So, ich glaube, wenn ich da oben den Siedler habe, dann werde ich mit dem auch noch direkt weiterziehen und eine neue Stadt gründen. Ich denke, wenn ich mal auf auf meinen Goldstand gucke, kann ich es mir auch erlauben, die Stadt direkt zu bauen und eine Verteidigungseinheit dahin zu stationieren. Das wäre natürlich jetzt fahrlässig, wenn ich das aus den Augen verlieren würde. Ja, ihr könnt auf jeden Fall einen Ingenieur bauen. Dann werde ich mit dem Ingenieur hier oben, das werde ich dann gleich sehen, entweder hier oder hier eine Stadt noch gründen. Ja, jetzt geht das auch mit den Schienen alles viel schneller hier. Also jetzt sollte man auf jeden Fall zusehen, dass man mindestens so zwei, drei Siedler in dem Umkreis belässt, damit die diese Verschmutzung immer wegräumen können. Gucken wir mal schnell in Kaupang. Ja, jetzt haben wir nämlich wieder genau diese zwei Überschuss. Also alles gut. Ja, das ist natürlich. Ah ne, da komme ich da vorbei. Ja, das ist das Einzige, was jetzt gefährlich ist. Also, es ist nicht wirklich gefährlich, es ist nur unheimlich nervig. Weil ja hier überall so schmale Wege sind. Wenn da jetzt Einheiten den Weg blockieren, dann komme ich mit der Karawane da nicht durch. Da geht es dahin weiter. Kann man da auch direkt mal noch ein bisschen was aufdecken. Hier werden wir noch eine Bewässerung machen. Ja, auch. Also, jetzt gehen diese Stadtverbesserungen. Ich neige immer dazu, Stadtverbesserung zu sagen. Ich meine natürlich das Umland, die Bewässerungs- und Straßenanlagen, die gehen mir jetzt mit den Ingenieuren deutlich schneller. Und da habe ich jetzt auch lange drauf gewartet, dass das endlich mal ein bisschen vorwärts geht. Ja, wenn du direkt hier stehst, dann mach da auch noch mal eine Mine.
die Runden kommt es jetzt dann auch nicht mehr an. So, ich glaube, jetzt kann ich ihn dann wirklich mal per Autobefehl, ich überprüfe nochmal schnell, Kohle, jawohl, da soll er hin. Jetzt kann ich ihn wirklich auch mal mit dem Autobefehl dahin schicken. Du solltest nach Kels, wenn ich mich richtig entsinne. Wein, jawohl. Das geht auch per Autobefehl. Ja, jetzt komme ich, hier komme ich dann tatsächlich nicht durch. Ja, das ist natürlich jetzt mehr als unschön. Dann schicke ich den doch in die andere Richtung. Hier haben wir ja zum Glück Schienenverbindung. Dann habe ich da nicht wirklich viel Zeit verloren. Die glücklichsten. Auf Platz 3. Das wundert mich jetzt eigentlich. Ich hätte erwartet, dass meine Leute doch glücklicher sind, weil ich ja doch eine relativ hohe Luxussteuerrate habe und eigentlich auch ein bisschen darauf achte, dass die auch ausgeschöpft wird. Gut, ich könnte Kolosseen bauen, dann wären die auch nochmal glücklicher. Na gut, die haben den Ingenieur fertig. Dann baut ihr jetzt bitte mal Kasernen. Und dann kann ich da auch schon mal anfangen, noch ein paar Einheiten zu produzieren. Also noch mindestens eine Verteidigungseinheit und 2, 3 Offensiveinheiten. Einfach um dann auch im Überraschungsfalle, dass die Kelten vielleicht doch mal irgendwie Krieg mit mir wollen, dass ich dann auch adäquat reagieren kann. Weil ich habe dann vor, wenn wirklich jetzt der Krieg erklärt werden sollte, dann möchte ich auch innerhalb von einer Runde 2, 3 Städte von denen dann einnehmen können. Das fände ich dann schon ziemlich gut, wenn das irgendwie klappen könnte. Hier fehlt noch eine Mine. Entschuldigung. Da haben wir die Kanalisation. So, jetzt wird es wieder Zeit für eine Idee, wo wir hinwollen. Ich glaube, die Wehrpflicht wäre nicht schlecht. Elektrizität wäre auch sehr angenehm. Ja, wir sehen, wir haben jetzt schon eine ganze Menge erforscht. Also aus der ehemals riesigen Liste ist wenigstens eine überschaubare Liste geworden. Ich frage einfach mal nach, Wehrpflicht, Metallurgie. Ach ja, genau, Metallurgie, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Dann können wir Kanonen bauen. Das wird dann auch eine Einheit sein, die wir dann produzieren, mit der wir nämlich dann gegnerische Städte auch wirklich einnehmen können. Ja, hier kommt gerade rechtzeitig, also gerade passend das Abwassersystem. Dann wird das nämlich jetzt gebaut. So, dann mache ich mir mal Gedanken darüber, wo ich jetzt meine nächste Stadt hier gründen möchte. Hier oben wäre gut. Ich glaube, ich baue erstmal dahin. 1, 2, dann ist das mit drin. Aber ich hatte gesehen, wenn ich hier das geschickt positioniere, dann hätte ich das, das und das Feld mit in einer Stadt. Das wäre natürlich sehr gut. Ich kann es aber auch einfach aufteilen. Ich sage, ich baue eine Stadt hier hin, die kriegt dann diese beiden Felder und die andere Stadt kriegt halt diese beiden Felder. Ich glaube, so werde ich das machen. Ach, da oben ist eh auch mal wieder gebrandschatzt worden von den Barbaren. Auf dem Weg dahin kannst du das mal wieder nachbessern. Eine Straße. Ja, hier werden wieder fleißig Wunder in Auftrag gegeben von meinen Gegnern. Vereinten Nationen. Ja, was Wunder angeht, habe ich in dem Spiel echt versagt. Also, das kann man auch nicht schönreden. Wobei, ich könnte ja jetzt mal Shakespeare's Theater in Auftrag geben. Alle unzufriedenen Bürger in der Stadt sind zufrieden. Kosten 300. Ja, okay, das ist natürlich ein Schnäppchen. Dann nehme ich die mal mit. Vielleicht schaffe ich es ja, die schneller fertig zu bauen. Ist jetzt auch kein Wunder, wo ich sage, das muss ich haben, aber da die Stadt eh noch ein bisschen Zeit hat, bevor das Abwassersystem benötigt wird, versuche ich es gerade mal da. Ich möchte ihnen jetzt nicht alle Wunder abgeben. Ich will auch welche haben. Ja, hier erfreue ich mich daran, wie schnell meine Ingenieure sind. Hier sind die Kasernen fertig. Ich könnte auch ein Abwassersystem bauen. Brauchen die es schon? Ne, sind noch weit davon weg, das zu brauchen.
Wieso wachsen die denn im Moment so langsam? Okay, ein Nahrungsüberschuss. Aber immerhin haben sie wieder Nahrungsüberschuss. Muss auch das Positive sehen. Über kurz oder lang werden wir da sowieso die Kanalisation benötigen. Und ich werde auch zusehen, ich weiß noch nicht genau, wann das der Fall sein wird, aber die Metallurgie. Entweder ich drücke gerade, habe relativ kurze Runden oder ich bin schneller geworden beim Erfinden. Ja, den Magnetismus, nee, erstmal die Wirtschaft für die Börse. Ich schaue mal gerade, wie es hier aussieht. 5 Runden, 123. Also wir werden immer besser. Da hatte ich schon mal geguckt. Ich wollte in Kaupang gucken, wie das mit den Handelsrouten aussieht. Ja, Kohle, Wein. Ja, es gefällt mir alles ganz gut. Trondheim hat eine, die sollten auch nochmal eine Karawane nachproduzieren. Die haben noch gar keine. Die haben immerhin eine. Pausiert. Da ist das nachgebessert worden. Straße. Also ich werde jetzt direkt mit der Einheit, wenn ich dann hier, also hier möchte ich jetzt als nächstes die Stadt da gründen. Und ich werde jetzt auf dem Weg dahin direkt die Straße mitbauen. Dann ist das schon mal direkt angebunden. Das dürfte der richtige Weg sein. Genau dasselbe mache ich jetzt hier. Da habe ich ja schon mal ganz am Anfang irgendwann gesagt, dass ich hier mir gut vorstellen könnte, noch eine Stadt zu positionieren. Und das werde ich dann auch tun. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob die Perser hier vielleicht schon mal irgendwo noch da in diesen Regionen vielleicht auch was gebaut haben, aber ich denke, dann hätten sie irgendwie auch schon mehr Straßen, also hier bin ich ja schon lang gekommen, dann würden hier auch noch mehr Straßen langlaufen. Ich denke mal, dass sie ja von der Wüste abgeschreckt wurden und dann lieber da nicht hingebaut haben. Ach, da ist eine Bewässerung. Dann haben bestimmt die Kelten da irgendwo schon eine Stadt errichtet, wenn da eine Bewässerung ist. Ja, die sind natürlich auch nicht doof. Die haben auch erkannt, dass hier ein schönes Feld ist für eine Stadt. Kornspeicher mal endlich fertig. So, ich hoffe, ich vergesse das nicht. Ich baue da jetzt erstmal eine Fabrik hin und werde die dann auch wieder kaufen, wenn ein paar Schilde produziert sind. Die haben jetzt auch eine Fabrik. Ich glaube, dann habe ich bis auf Soudal überall eine Fabrik stehen. Die bauen auch ein Aquädukt. Die sollen auch weiter wachsen. Ja, wir sehen, die müssen jetzt schon hier auf diese Felder ausweichen. Haben die gar keinen Hafen? Die Küstenwässerung nicht. Die haben gar keinen Hafen. Dann bauen die erstmal noch einen Hafen. Dann brauchen die diese Felder hier nicht erstmal nicht benutzen. Weil die taugen im Moment noch gar nichts. Bringen die wenigstens. Die bringen noch nicht mal mehr Handelspfeile, wenn da Straßen drüber laufen. Ja, sehr gut, dann wachsen die. Die haben nämlich noch Kapazität zu wachsen. Straße hin. Da ist die Mine fertig. Ja, einfach damit ich nicht so aufpassen muss, baut ihr auch noch eine Schiene. Ich werde jetzt, ich weiß nicht, ich glaube, auch das habe ich schon mal erwähnt. Ich pflaster gerne alles mit Schienen zu. Dann brauche ich, wenn ich meine Einheiten bewege, nicht aufpassen, ob ich gerade auf einem Schienenfeld bin oder nicht. Dann kann ich einfach blind quasi über meine Gebiete drüber ziehen. Das ist einfach so eine Komfortsache. Schauen wir mal. Ja, da ist ein Siedler von denen. Dann haben die da irgendwo schon eine Stadt gegründet. Ja, das ist blöd. Hätte ich jetzt gerne selber was gemacht, aber. Man kann ja zu Recht sagen, ich hatte lange genug Zeit. Die Perser wollen mal wieder mit mir reden. Die Wehrpflicht. Elektrizität. Ja, ich bin nach wie vor, auf manchen Bereichen sind die einfach schon weiter. Die Bank. Aber jetzt werden diese ganzen Gebäude fertig, die halt dann nochmal wirklich den Unterschied ausmachen. Die Banken, die Universitäten. Da ich davon ausgehe, dass normalerweise die Computer nicht so,
so sehr auf Gebäudebau aus sind, sondern tatsächlich lieber mal zwischendurch eine Einheit produzieren, dann wird das für mich, das spricht dann eher für mich, dass die halt eher weniger Stadtausbauten haben und gerade diese Sachen wie die Fabriken, nicht wie die Fabriken, wie die Universitäten und Banken, die bringen halt einfach bei guten Städten einen riesen Schub und wenn die nicht bauen und ich schon, dann haben die ein Problem auf lange Sicht. Ja, dann machen wir mal auch die Wehrpflicht, ziehen wir da mal gleich. Wir haben ja immer noch den Vorteil von Leonardos Werkstätten, das heißt, alle unsere Musketiere werden dann in Schützen verwandelt. Auch wieder eine gute Sache. So, ich habe zwar jetzt keine Ahnung, wo die ihre Stadt haben. Ich bin mal mutig, ich baue die da jetzt einfach hin, ohne genau zu wissen. Irgendwo werden die da eine Stadt haben, sonst würden die keine Bewässerung betreiben. Lindholm. So, da ist die Stadt. Sehr spät gegründet. Wird sofort gekauft. Genau, ich wollte auch hier mal schauen, ob ich hier jetzt vielleicht. Ja, wir sehen, also wir haben nur 9 Schilde produziert und die Kosten sind dennoch von 800 auf 382 gesunken. Also bei nur 9 produzierten Schilden haben sich die Kosten schon halbiert, mehr als halbiert. Das ist. Sehr gut, wird gekauft, dann ist sie fertig. So, warten wir mal. So, fällt dann, na, da waren die Perser schneller als ich. Fabrik ist fertig, jetzt können die auch wieder selber ein bisschen besser produzieren. Gucken, was haben die denn im Moment nicht viel. Ihr baut dann mal ja die üblichen Verdächtigen: Tempel, Marktplatz, Bibliothek als erstes. So, ja, haben sie einigermaßen clever positioniert. Ja, kann ich jetzt nicht ändern. Dann kann ich da nichts hinbauen. Ich überlege gerade, ob ich dennoch vielleicht hier was hinbaue. Na, dann lasse ich es. Dann ziehe ich mich wieder zurück. Dann sollen die Perser in Gottes Namen da noch was besiedeln. Ja, hier ist der Hügel, der schon mehrfach, wo mir schon mehrfach, glaube ich, Siedler getötet wurden von irgendwelchen Barbarenhorden, die da eingerückt sind. Ja, hier wäre der Hafen gut. Ich sehe gerade, die haben also auf jeden Fall ihre Stadt so positioniert, dass hier das Feld denen auch bei denen im Stadtradius liegt. Das werde ich dann blockieren, indem ich da selber erstmal eine Einheit hinstelle und mir das dann sichere. Das hätte ich natürlich schon gerne. Ich überlege gerade, womit ich dann da anfange. Vielleicht ja dann doch erstmal ganz normal mit Kornspeicher, Tempel, Marktplatz, Bibliothek. Nee, die bauen mir jetzt erstmal, die bauen auch da erstmal die Fabrik. Ich kaufe die dann wieder, wenn ich dann, wir haben ja gesehen, wenn ich dann nur 9 Schilde habe, das dauert hier nicht so ewig lange, dann war das schon mehr als halbiert. Und dann werde ich da die Fabrik relativ schnell kaufen, einfach damit die schneller in der Entwicklung dann sind. Du wirst befestigt. Ja, schade. Ich würde jetzt gerne wissen, wo die Stadt hier genau ist. Ich meine, wenn die das im Einzugsbereich hat, muss die ja hier irgendwo liegen. Ja, wenn die das als Einzugsbereich hat, dann da werden sie wohl nicht hingebaut haben. Da ist das Bewässerungsding. Wo haben die denn hingebaut? Komisch. Naja, weiß ich jetzt auch gerade auch nicht genau. Erstmal da weiter. Ja, deswegen habe ich mich jetzt entschlossen, dann doch vielleicht die eine oder andere Stadt noch zu gründen, einfach um mein Gebiet dann auch, um noch ein bisschen Platz zu haben. Jetzt habe ich auch erstmal da die Stadt hingebaut, damit ich dann hier ganz in Ruhe noch eine bauen kann. Das wird dann so sein, dass ich diese beiden Fischfelder mit drin habe. Also denke ich mal
hier oder hier. Reicht das? Nee, das reicht nicht. Also hier werde ich sie wahrscheinlich dann hinbauen. Ja, wobei hier wäre schöner. Dann würde ich meine Felder da oben besser ausnutzen. Ich weiß es noch nicht genau. Da mache ich mir jetzt auch keine Gedanken mehr drüber, sondern heb mir das fürs nächste Let's Play auf. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei und sage bis dann.